Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge Tropico. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Leute. So, da waren wir jetzt stehen geblieben. Wir mussten ja unbedingt retten machen. So, wir müssen, was müssen wir retten? Jeder muss ein Bartab, blablabla, sie mögen hier Tropico. Hier steht einfach nur Überfall retten. Aber wen müssen wir retten? Müssen wir die Alliierten retten? Gucken wir mal nach. Piraten. Überfall. Machen wir einfach mal beides, würde ich sagen. Oder geht nur das? Nochmal rotieren, bla bla bla. Ne, geht wirklich nur hier dann also. Okay, da sollen wir also retten machen. Dann retten wir mal Gebildete. Ja, das war's dann. Ich hoffe es. So, gut. Okay, dann gucken wir mal. Was haben wir für Probleme hier? Obdachlose Bürger haben wir noch. Arme. Das heißt also, wir benötigen wieder Häuser. Müssen wir mal gucken, wo ist der denn her am Arbeiten? Zeig mal her. So, hier haben wir schon mal eine Baracke. Okay, die ist voll. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, setzen wir dann da die Häuser hin. Tja, dann haben wir das Platzproblem, wie ich sehe. Das heißt, wir brauchen noch eine Straße. Dann reißen wir auf mal das hier ab. Geht es nicht? Doch, gut. Ich möchte nämlich gerne so eine Verbindung machen. Und dann werden wir dann das Gebäude bauen. Baracken, genau. Baracken brauchen wir. So, mal drei Stück. Die werden wohl reichen. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit, sonst kommen wir überhaupt nicht mehr voran hier. So, wo haben wir denn noch Obdachlose hier? Mittellose haben wir auch noch reichlich. Tut mir leid. Sollten wir auch mal versorgen. Zeig mir mal den Arbeitsplatz. Du bist da gerade, aber ich will wissen, wo dein Arbeitsplatz ist. Highschool, toll. Ah, die Hütte können wir uns mal ansehen. Das ist ja auch nicht schlecht. Da hast du deine Hütte stehen. Da würde ich sagen, ziehen wir hier eine Straße hoch. So, und setzen dann da Baracken und Häuser hin. Machen wir ein Häuschen dahin und Apartment. Ah, das passt nicht dahin. Okay. Dann würde ich sagen, da haben wir noch eine Baracke dahin. Passt auch nicht mehr dahin. Ah. Aber Häuser passen noch dahin. Okay, wenigstens eins. Besser als keins. Wie es schön heißt, gell? So, wo haben wir denn hier noch irgendwelche Hütten? Wir müssen ja auf jeden Fall mal echt alles durchchecken hier. Sonst haben wir ein Problem über kurz oder lang. Gucken wir mal weiter. Mittellose. Zeig mal her, deine Hütte, wo ist sie? Zeig mal her. Da ist sie. Okay. Dann könnten wir also im Prinzip da die Häuser hinsetzen. Dann setzen wir hier ein Apartment hin. Und normales Haus. Zwei Stück. Dann würde ich sagen, ziehen wir noch die Straße hier hoch. Wohl? Warum nicht? Haben wir noch eine Verbindung hier? Alles zu dicht an dem Haus dabei, oder was? Ach, wie doof. Müssen wir so krumm bauen. Dann reißen wir das nochmal ab hier. Abbruch. Alter, das geht nicht. Krumm bauen will ich nicht. Wieso geht das denn nicht? Das ist im Auto zu tun? Oder dem, ach, wie eine Bushaltestelle. Rastlos, ah, kleiner Laden willst du haben? Ja, können wir machen. Nicht mehr zusammen. Können wir die versetzen? Natürlich nicht. Ach, so blöd. Ich habe jetzt auch keine Lust rauszufinden, wo das Teil ist. Dann brauchen wir es halt so. Ganz einfach. Ist das Problem auch gelöst? Verdammt. Wir müssen so krumm bauen. Geht nicht anders, oder was? Ach, das ist ja bescheuert.
Kann das sein, ey? Hm. Das mag ich gar nicht gerade. Aber okay. Aber müssen wir das so machen, anders geht's nicht. Aber ich blöd. Das ist echt doof. Na gut, dann ist es halt so. So, wie sieht es mit dem Raubüberfall aus? Hier, Kollegen, ihr seid dran. Das ist super. Und ihr braucht den kleinen Laden hier unbedingt. Dann gucken wir mal. Kleiner Laden. Wo haben wir dich denn nochmal? War das nicht hier drunter? Taverne? Ne. Wo war denn der jetzt nochmal? Boah, gibt so viele Sachen hier. Ich gar nicht mal weiß, wo hier was ist. Parkdeck. Nein. Auch kein Händlerladen. Nein. Ey, wo ist denn der? Ach. Da ist er. Okay. Interessant, interessant. So, wir haben... Wo haben wir denn hier Läden? Das ist ein Restaurant, okay. Okay, wo haben wir denn hier ein paar Läden? Kann man, da haben wir schon mal einen. Okay, würde ich sagen, setzen wir hier nochmal einen hin. Aber richtig rum. So. Und dann hier unten nochmal einen hin. So. Das sollte reichen, denke ich immer. Hoffe ich mal. Okay, was haben wir denn für Verordnungen hier noch? Baugenehmigung, Vermögenssteuer, Industrie fördern. Kirchengebühr können wir mal reinholen. Komm, hauen wir mal rein. So, dann kann das mal hier laufen hier. Dann sind wir Ewigkeiten dran. Loben, Delegationssenden. Na ja, toll. Das Retten ist ja irgendwie noch nicht abgeschlossen. Ach, wir müssen noch den. Das hier müssen wir noch machen. Für die Alliierten. Haben wir denn überhaupt Zeit, was laufen für die Alliierten? Mal kurz gucken. Da haben wir sogar für Alliierte laufen gerade. Das ist super. Dann haben wir das Problem ja eigentlich auch nicht mehr. Gut, dann. Hast die Sache erübrigt. Hier wird ein Kirmespier aufgebaut. Wunderbar. So, was kann man hier einstellen? Aha, extra Runde. Betonpfeiler, was bringt denn das? Unterhaltskosten, ja, das ist immer gut, aber kann ich eigentlich. Ah, genau, ich wollte ja unbedingt mal beim Dings vorbeischauen. Bei der Einwanderungsbehörde. Hier, Tropica, Tropico zuerst. So rum, wird ein Schuh draus. Ja, wunderbar. Da haben wir das Problem nämlich auch beseitigt, hoffe ich mal. Ich möchte mich auch endlich mit dem Obdachloseneis weghaben. Sonst haben wir nämlich da auch ein Problem. Das Retten bald abgeschlossen. Eieiei, das dauert aber lang. Aber okay. Es ist ein großer Tag für unsere Genossen. Okay, mal Kohle her. Und die Handelsrouten müssen wir auch noch machen. Aber wir sind ja hier voll belegt, gell? Wir haben ja keine Verträge mehr offen. Leider, weil die Preise sind echt gerade super. Du kannst jetzt hier sehen, 40%. Alter, das ist aber Verkauf, leider. Schade. Wäre besser, wenn das andersrum gewesen wäre. So, zeig mal her. Boote hätten wir da. Fleisch hätten wir. Aber wir haben keine mehr. Ja, wir haben keine Verträge mehr. Okay. Ich überlege gerade, ob wir noch einen zweiten Hafen bauen sollten. Da müsste doch mehr Kohle geben, oder? Ich glaube, das sollten wir mal ausprobieren. Oder so eine Textilfabrik könnten wir auch mal bauen. Komm. Wir bauen mal so eine Textilfabrik. Die setzen wir mal hier hin. Oh, falsch rum. Falsch rum. So, rum wird ein Schuh draus. Was haben wir noch, was wir eigentlich schon mal so gebrauchen könnten? Barett brauchen wir bestimmt nicht.
Wir bräuchten vielleicht mal ein Krankenhaus, bräuchten wir mal, aber dafür ist der Kalte Krieg halt leider. Der Palast hat offiziell bekannt gegeben, dass wir den Krieg definitiv gewinnen. Bleibt dran. Dann bauen wir lieber mal so eine Hafenanlage nochmal. Die war hier, oder? Oh Mann. Dieser Überblick hier, das ist... Ich konnte mir nicht klar. Fischereihafen hätten wir da, aber ich will einen Transporthafen haben. Ist da vielleicht... Ist da vielleicht eine Regierung? Nee. Schiffswerst haben wir auch nicht, fällt mir gerade mal so ein. Oh verdammt, wo war das denn, ey? Kann man keinen weiteren Hafen machen? Muss doch gehen. Huh. Ach, Anlagestelle heißt das oder was? Ach, Transporthafen, da ist er ja. Oh, ich Blindfisch. Kehle Kiste. Warte mal. Eine Hafenanlage brauche ich. Das bräuchte ich eigentlich. Eine Hafenanlage. Ich habe mich gedacht, man könnte das irgendwie erweitern, dass da mehr gelagert wird irgendwie. Gibt es da eine Möglichkeit? Präsident, lieben Sie... Irgendwie? Oh, Käse. Haben wir Käse? Können wir überhaupt Käse herstellen? Wie wird die hergestellt? Konservenmolkerei. Haben wir eine? Ich glaube nicht, gell? Müssen wir auch mal hin. Und für die Textilien brauchen wir was? Baumwolle und Wolle. Und Stoffe. Okay, hier haben wir Ziegen, die produzieren Milch. Wolle hätten wir. Fleisch und Felle. Fleisch und Felle. Dann bräuchten wir noch mehr Wolle, glaube ich. Aber erstmal brauchen wir Geld, wie ich bemerke. Nee, brauchen wir nicht. Wahlen sind vollkommen in Ordnung. Erinnern Sie sich an die Geschichte von... Ja, machen wir später, wenn wir Kohle haben. Kein Problem. So, wie sieht's hier aus? Überfall ist fast fertig. Super. Dann sollte es also keine Probleme geben. Und der ist auch dran. Sehr schön. Gut, 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 gut. Dann gucken wir nochmal in unserem schlauen Buch nach, wie es hier aussieht. 47 hätten wir schon. Okay, mittellos hätten wir noch 9. Leerstehende Wohnungen haben wir aber noch ganz schön viele, wie ich sehe. Aber sind alle leicht belegt. Okay, dann warten wir noch ein bisschen. Vielleicht stabilisiert sich das hier. So, die Jungs sind zurück. Aber es hat nicht funktioniert. Ah, doch, es hat funktioniert. Erdrutsch, Präsidente. Von der Jupp, wunderbar. Waldreich für alle. Ja, das ist alles in Ordnung, bleibt so. Da haben wir das Problem schon mal behoben. Ich weiß, dass ihr immer eure ja, da sind wir eh dran. Kein Problem mit. So, jetzt brauchen wir das hier. Importiert. Import. Import brauchen wir. Von den Alliierten, okay. Die Ergebnisse sind da. Und das ist ein entscheidender Sieg für Präsidente. Unsere geliebte. Was haben wir denn noch laufen hier? Staatliche Nummer 1. Dann können wir das hier noch warten. 3000, soll, das ist bald fertig. Gut, dann machen wir gerade die noch ab. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Hoppala. Das ist fertig, super. Dann müssen wir jetzt alliierte Handelsroute machen. Und zwar importieren müssen wir. Import. So, was tun wir denn? Die
Ananas wäre nicht schlecht. Ja, das passt super sogar. Dann holen wir uns die nämlich. Gut, gut, gut. Und dann können wir hier wieder weitermachen. Wir bräuchten mal ein bisschen Kohle. Das wäre nicht schlecht. Gehen wir mal hin und machen, gehen wir auf Schatzjagd. Bei unseren Gegnern. So, und dann könnten wir mal ein bisschen Nickel und ein bisschen Kohle mal uns besorgen. So, jetzt sind wir dann pari. Was ist hier los? Oh, ein Feuer. Die Berichte über Vandalismus in der Stadtmitte sind vollkommen übertrieben. Der gut. Neue, verzweifelte Architekturstil sei unpolitisch und beweise sowieso nichts. Gab der Palast. Wir brauchen Kohle, Leute. Ganz schnell. Wir haben minus 19.000. Wo bleibt das Schiff? Ah, da ist es doch. Odle. Und jetzt brauchen wir noch Handelsroute von den Alliierten. Okay. Wir können mal wieder exportieren, ja. Alliierte. Da hätten wir Kaffee. Aber, lohnt sich nicht wirklich. Und das ist auch kaufen und nicht verkaufen. Ich will aber, genau, so Milch haben. Die Bananen, werden die ganz oben oder was? Dann wollen wir Bananen nehmen. Gold könnt ihr vergessen. Vertrag. Nee, wir brauchen die Kohle. Ich möchte mich gerne mal das mit den Fellen hier korrigieren mal. So. Zack, zack. Und das auch noch. Keine Panik, Präsidente. Denn eine weitere Polizeiwache. Alter, was wollt ihr alle von mir? Kilo Kiste. Ist höher gegangen, gell? Spaß. Kurz mal gucken. 42 haben wir noch. Gesamtzufriedenheit. Spaß, genau. Oh, der ist aber schön nach oben gehen. Das ist doch super duper. Was ist hiermit? Sind wir da bald mit durch? Mal kurz gucken. Wir haben ja nur einen Import. Hä? Wo ist denn der Import hin? Ah, da. Noch 1500 Stück. Okay. Dann liefert mal schneller, Leute. Wir haben nicht mal so viel Zeit. 2 Jahre. Das ist nicht gerade viel. Fertig? Wunderbar. Ja, wunderbar. Her damit. So, gucken wir mal im Broker mal vorbei. Was sagt der beim Broker? Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen. Was haben wir denn Feines hier? Zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Zeugendes Gespräch. Ich überlege gerade, ob es schon einen Radiosender oder eine Kirche lohnt. Ich weiß es gar nicht. Na komm, wir holen die mal. Die beiden Sachen. Das ist immer noch billiger, als wenn man es selbst holt bei den Blaupausen. Gut. Checken nochmal. Bananen. Wie sieht's aus? Ich habe hier 800. Ach Quatsch. Da muss ich hin. Ja, läuft doch. Noch 500. Wunderbar. Da bin ich ja beruhigt. Ich habe schon Angst gehabt, dass das problematisch wird. Was ist denn jetzt los? Was ist denn das für ein Mist? Ach so. Es ist schön, Güter herzustellen, nicht wahr? Deswegen Mann, bin ich verpeilt, ey. Ich habe gedacht, der wäre schon wieder stinkig auf mich. Ich habe schon gedacht, wäre wieder alles vorbei, ey. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich bin echt durch, Leute. Wir haben auch noch Feuer gehabt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Die Hütte brennt. Tschüss.
blöde Hütte. Weg damit. Dann tun wir nämlich leider mal ein paar Gebäude hinstellen. Wenn wir Kohle haben. So, dann ist das zum Glück abgeschlossen. Jetzt brauchen wir noch normale Handelsrouten. Okay. Und dann nehmen wir den Export natürlich. Kokosnüsse. Warten wir mal. 1000. 2730, 20%. Fisch werden wir auf jeden Fall nehmen. Aber mehr geht nicht, gell? Ja, mehr geht nicht. Gut gemacht, Präsident. Besten Dank. Eine zufällige Blaupause, bitte. Eine Bank haben wir bekommen. Okay. So, dann will ich mal hier. Was haben wir denn da? Baracke haben wir keine da. Okay, dann setzen wir nochmal hier eine Baracke hin. Flugzeuge haben die Kriegsführung revolutioniert. Trotzdem besitzt Tropico keine Luftwaffe. Eine Stellungnahme des Palasts meint, lernt Flugzeuge zu fliegen. Und ein Restaurant bräuchten wir. Das wäre ja eigentlich das Restaurant. Boah, vier Restaurants muss ich schon haben. Und die sind alle voll. Alter, was? Ihr seid doch alle krank. Setzen wir mal hier eins hin. Wenn wir uns mal später hier in die Richtung ausdehnen. Und eine Polizeiwache brauchen wir noch. Aber können wir uns gerade nicht leisten, leider. Oh Mann, Mann, Mann. Wir müssen irgendwas machen mit unserem Geld. Wird echt Zeit. Naja, werden wir schon irgendwie eine hinbekommen. Gute Tat, Präsidente. Jo, danke dir. So, jetzt auch die Polizeiwache. Dann wären wir eigentlich soweit pari. Gut, Export. Was haben wir denn hier? Zucker. Machen wir mal hier 15.000. Haben wir noch genug Zucker? Ach, haben wir sogar abgeschlossen. Wie geil ist das denn? Kriegt man viel. Oh, für das Öl kriegt man aber verdammt viel. Komm, wenn wir ein bisschen Öl mal rausscheffeln hier. Oder Kakao? Kaffee? Nee, machen wir mal ein bisschen Öl. Komm. Hau mal ein bisschen Öl raus hier. Moment. Ja, Export. Ja, Bäume. So, Spaß ist auch schön nach oben gehen. Sehr gut. Sie werden yes. Nie glauben, was passiert ist. Wir haben den Krieg gewonnen. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Tja. So, der Krieg ist vorbei. Wir planen unser willkürliches Bombardierungsprogramm in den nächsten Monaten herunterzufahren. Gleichzeitig stehen plötzlich viele Leute ohne Häuser da. Keine Ahnung weshalb, aber es ist die reinste Epidemie. Können Sie aber Flüchtlinge aufnehmen? Oh nein! Na gut, dann tun wir mal voranschreiten. Die Kriege sind vorüber, Präsident. Ich würde euch küssen, wenn das nicht Hochverrat wäre. Okay. Der Rauch der Schlachtfelder verzieht sich und die Welt beginnt, sich abzukühlen. Sicher wird nun alles besser, sicher wird es nicht richtig kalt werden. Die Sonne strahlt herab auf eine wunderbare Zukunft, keine Frage. Der Planet ist endlich sicher. Okay, stellen Sie sich den Absichten 6 politischen Fraktionen, entscheiden Sie, wie Sie mit beiden neuen gegnerischen Supermächten umgehen, senden Sie Spione aus, um Zukunft die Volksbeschwörung zu beschaffen oder Ihr Volk zu bewachen. Okay, erzählen Sie mir mehr. Alter Walter, da gibt's aber einiges. Eieieiei. Was nehmen wir denn? Gucken wir mal das hier. So, was haben wir noch? Kosten für die Bürgeraktion sinken um 90%. Für Bürgeraktion ist ein Gerüstgebäude nötig. 20% Interaktionskosten werden auf die Schweizer. Yes! Das nehmen wir noch gerne entgegen. Money ist immer gut.
So, der Spaß geht da eigentlich noch hoch oder ist das vorbei, das Thema? Gucken wir mal gerade unser Büchlein mal rein. Spaß. Oh, wir brauchen ein bisschen ein paar Sachen, scheinbar. Endlich liegt der Krieg hinter uns. Was nun? Euer Genie ist unbestreitbar, Präsidente. Doch würdet ihr einen Vorschlag eures ergebenen Penultimo in Erwägung ziehen? Puh, das muss ich mir überlegen, ob wir das machen, ja oder nein. Ich weiß es nicht, aber ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar auch da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super da freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.